einer Stunde beim Flug und es sieht so aus. Digga, ich sitze seit 2 Stunden oder so in diesem Flugzeug. Weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Aber wir sind auf dem Boden. Und ich krieg meinen Anschluss nicht. Alles ist wieder super. Digga, ich bin gerade den ganzen verfuckten scheiß Flughafen gerannt. Und ich bin zu spät. Weil meine Flugverspätung hatte ganz am Anfang. Bro, ich bin noch nie in meinem Leben so schnell gerannt. Digga, hier ist es so groß. Jetzt bin ich in Frankfurt stuck. Und hab keine Ahnung, wie ich wegkomme. Aber jetzt gehe ich erstmal kacken, weil ich seit 2 Stunden schon kacken muss, Digga. Digga, ich habe jetzt ein verfucktes Hotel bekommen in Frankfurt und muss jetzt hier pennen. Und morgen um 7 Uhr morgens geht mein Flug und am gleichen Tag ist das Turnier. So, das ist mein Zimmer. Ich bin sowas halt abgefuckt, Alter. Holy shit. Ja, hier draußen, keine Ahnung. Und Badewanne. Digga, nie im Leben ist da eine Badewanne. Also wenn hier eine Badewanne ist, dann... GG. Ja, Bruder, also... Komm, komm. Komm. Ist okay, ja? Ja, ist okay. Scheiß. Lufthansa, Digga. Und das nächste Problem. Keine verfickte Steckdose geht. Es gibt nichts. Es geht nicht. Warum? Ich habe alles gedrückt hier, alles. Es geht alles nicht. Auch keine Karte zum Reinstecken. I guess. Nee, nix. Mann, ich hasse es. Ich habe jetzt Essen geholt. Und, keine Ahnung, ich hab mir jetzt rein oder so. Kleiner Tipp, wenn ihr Pizza auf dem Bett isst, im Sitzen, zieht euer T-Shirt aus. Aber ich habe schon wieder gekleckert. Aber hätte ich mein T-Shirt ausgezogen, hätte ich nur auf meinen Bauch geklettert. Ich mach das jetzt, tschüss. So, ich habe jetzt auf anderen Handy geguckt. Wir haben 20.55 Uhr und ich werde morgen mit einem Premium Uber abgeholt für anstatt... Ups. Für anstatt 8 Euro gönne ich mir für 11 Euro ein High-End-Auto mit erstklassigen Fahrer und hoffe auf einen Tesla. Yella. What the hell? Ich hab's geschafft aufzustehen. Da hinten ist mein Uber. Ich hab's leider nicht geschafft. Digga, da ist sogar ein Tesla, halt dein Maul. Ja, leider kein Tesla. Nur ein schwarzes Auto, Kacke. Leben, Junge. Heilige Scheiße. Ich hab gerade gegessen und schau euch das hier an. Digga, ich kann legit nicht essen. Egal was ich esse, ich klecker die ganze Zeit. Und hast du den Fußball gesehen, ey? Ich hab's mitbekommen. Da haben sie heute gesagt, der Spahn von uns, der Minister der Einmarsche, bis 67 arbeiten. Und der andere hat gesagt, das geht gar nicht. Die sollen die Leute ab 60 freiwillig gehen lassen. Und einer, der 66 Jahre arbeitet oder 67, der kriegt nicht mehr Rente, ne? Ich kann doch nicht einen Dachdecker oder einen Gerüstbauer mit 67, das geht nicht. Das Rentensystem muss überarbeitet werden. Das ist ja noch aus dem Deutschen Reich damals irgendwie, aus dem Bismarck. Hier gibt es Sozialgesetze, die sind mal aus dem 18. Anfang des 19. Jahrhunderts. Bro, frag mich nicht, was war. Keine Ahnung, Digga, der hat mich die ganze Zeit mit mir geredet. Ich fahre jetzt mit dem Zug nach Chemnitz. Der fährt aber erst in einer Stunde und dann braucht der eine Stunde. Dann gehe ich ins Hotel und dann schlafe ich da. Digga, ich habe was zum Rasieren gefunden. 30 Euro, leck meinen Arsch. Digga, es ist mal wieder geisteskrank. Deutsche Bahn, mein Lieblingsverein, wirklich. Ihr seid die geilsten. Jetzt bin ich hier irgendwo am Arsch der Welt, Digga. Ich bin jetzt einfach ausgestiegen, weil Polizeieinsatz irgendwie eine Schiene oder so, keine Ahnung. Und jetzt werde ich abgeholt mit dem Auto. Komme dann irgendwie um 12 da an oder so. Und dann kann ich noch eine chillige Stunde pennen oder so. Und dann erstmal Basketball-Event, wa? Bruder, ich hab so keinen Bock mehr, ne? Digga, so sauer hat mich schon nie auf YouTube gesehen, glaube ich. Digga, ich bin wirklich hier, Krawatte, Digga. Die Krawatte ist... Ich hab jetzt mal High Ground geholt. Irgendwo drauf geklettert. Dann bin ich mal... Boah, Biker! Ich bin jetzt angekommen. Bruder, also das Hotel ist auch wirklich legit am... Also, Digga, ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Aber ich bin jetzt erstmal... Eigentlich müssen wir schon dahin, aber ich gehe jetzt nochmal pennen, Junge, weil, Digga, ich bin todmüde, Alter. Tschüss. So, ich habe jetzt ungefähr eine halbe Stunde gepennt und ich habe 1:30 Uhr gestreamt, wie ich penne, und in dieser Stunde konnte ich halt nicht einschlafen oder bin halt wieder aufgewacht. Ja, ich gehe jetzt zum Event. Tschüss. So, wir gehen jetzt zum hungrigen Hugo, oder? Wo ist der? Ja. Hier geht es erstmal. Hugo, schön dich zu sehen.
Alles gut? Ja, bei Hugo, dir. Hast du dich schon aufgewärmt? Nee. Wir auch nicht. Geil, ey. Freut mich, dich zu sehen. Hugo, komm, setz dich, Hugo. Hugo, ich habe eine Vorhersage für dich. Ja. Halt mal, kann schon mal ein bisschen fühlen, aber... Eine Dose. Ja, kann sein. Pass auf, Hugo, ich habe vorhin schon mal was mit Getränken gemacht. Und ich habe eine Liste auf meinem Handy. Ein paar Getränken. Und ich würde dich bitten, dass du eine Zahl sagst, eine zweistellige Zahl. 20. 20, sicher. Willst du eine andere? Willst du noch mal wechseln? 20. 20. Ich wechsle. Okay, wechsel. 12. 12. Willst du nochmal wechseln? Ich wechsle. Nicht, war Joke. Ah, okay, sehr gut. Okay, kannst du nachschauen, was bei 12 steht? Orangensaft. Orangensaft? Shit. Alter. Oh nein. Was ist denn die da drin? Okay, komm. Okay, wir probieren das so. Vielleicht ist nein. Hat jemand eine? Nein. 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 Gefäß. Irgendein Gefäß. Nein. Zum ersten Mal geöffnet? Nein. Das ist eine Orangensaft drin. Nein. Was? Was ist das für Arsch? Nein! Du hast dich umentschieden! Probier mal kurz. Bro, warum sagst du 12, Mann? Das wäre die 20. Nein. Daumen. So, geht's. Es riecht halt auch an der Orangensaft. Nee, ich kann. Das ist Orangensaft. Was geht's? Schnell wieder zurück zu Knossi. Hier, wieder Stimme machen. Hochklettern. Hugo! Wie viele Unterschriften hast du gemacht? Keine Ahnung, ich werde die ganze Zeit abgeworfen. Zeig mal hier deine Unterschrift. Ich rotz einfach nur noch hin. Guck dir das an. Hast du ihn gefragt, wie sein Date gelaufen ist? Ich glaube, es ist die meistgestellte Frage, die jetzt bekommt. Wie war es mit dem 5? Schau mal hier. Kann ich mal kurz. Alter, hat sie so eingebissen. In welchem Hotel bin ich? Im Feelgood. Ach so. Ja, da wo das Zimmer richtig scheiß wird. Ja, genau. Ja, sag mal, wie läuft's bis jetzt? Gut. Ja. Ich mach nur ein bisschen schilliger, damit ich mehr Ausdauer für Late gehe. Und wie ist mit der Schulter? Noch nichts passiert. Ja. Oh nein. Oh, du bist ein bisschen älter, aber nicht die Schulter verschmeißt. Oh, aber gut, nicht die Schulter. Aber du bist jetzt nicht raus. Du bist geil. Und Hugo, wie kommst du wieder aus, dein Profi? Sehr, sehr gut. Die drei Profis vom Aufzug, wenn wir das schaffen. Und wir kommen auf 2000. Hugo, das kennt ihr heute, das ist die Exklusive. Nochmal Pause, Team Hugo, meine Herren. Dann wirklich sehr, sehr gut. Wir haben hier einen, grüß dich, ja. Hey, du bist wieder hingefallen. Hast du wieder wehgetan, ne? Nee. Scheiße. Halt dein Maul, Digga. Wo bist du hingefallen, ne? Alter, fass weg. Ich mach mit uns zur Brust, der wird ein bisschen fresh hier. Das ist Hugo? Ja, ja, Hugo, ja. Ist mein Mann. Ich hab den gemacht, der denkt die ganze Zeit, der könnte mit mir so reden, wie er will. Hugo, mach frag, was du willst. Ich bin dein Weg. Hä, hey, was ist das denn? Hallo? So, ich dachte, du wieder. Sag, was du willst. Ich muss einen runtertackeln. Sonst haben wir keine Chance. Ja, okay, chill, Alter. Hey, küsst euch doch jetzt mal. Hugo, du hast dir doch nichts gesehen. Hugo, oh, komm mal hier. War der, ja, Toilette. Hey, das ist nicht ganz so zufrieden. Also, du siehst da so gezeichnete Figuren und denkst so, oh, Alter. Ja, und dann so Tentakel mit Schleim, die... Das ist gut. Was? Muss das erklärt werden, aber es geht direkt weiter? Ich habe nie in meinem Leben einen Handhalt in den Kopf gehabt. Okay, dann wäre es heute Abend früher, wenn du das sagst. Okay, wie spielt dein Hubert in Hammer? Du bist so geil, du bist so hübsch. Oh! Heftig! Geil!
geil. Jetzt geht's los. Haben wir eine Wiederholung einmal für den Stream? Hugo mit dem N1. Wow. Wow, nicht schlecht, muss ich wirklich sagen. Ja, jetzt kommt ein bisschen Momentum, es kommt noch ein bisschen Feuer da rein bei Team Hugo. Jawohl. Oh, Hugo. Jawohl. Sie können es eigentlich noch schaffen, wenn Sie jetzt wirklich Vollgas geben. Team Hugo hat es geschafft ins Finale. Applaus für Team Hugo. Das erste Turnier, wo ich nicht Zweiter bin. Dritter ist noch drin? Ja, mal gucken. Ich bin in der Nino. Ich mache nur das Lob. Ich bin in Nino. Ich bin für die Lichter. Okay, warum nicht? Wir haben es geschafft, Hugo. Ist das unseres? Ja, das ist unseres. Ich mach den Show für dich. Super, danke. Dankeschön.